So, und damit hallo an alle zum 100. Stream. Genau das, was Tobi sagt. Na Gott. Say, danke für dein geschenktes Abo an Triamera. Und nochmal danke für vorhin, für dein geschenktes Abo an Flair. Danke, danke. Es gibt Horror-Alerts für alle möglichen Alerts, ne? Raid, Donation, Subs, Follows. Was gibt's noch? Bits. Bits gibt's noch. Dafür gibt es Horror-Alerts. Und in den Kanalpunkten findet ihr einen Sound, der heißt Erschreck mich. Da sind 10 Sounds drin und jeder Sound hat eine 10%ige Chance, dass er gespielt wird, wenn ihr das einlöst. Und ich habe ihn gedingst. Macht mich wahnsinnig. Und hört man mich noch? Asel! Danke für dein Follow nochmal. Zelt haut raus heute, ja. Aber nicht, dass du noch 10-mal neu startest, dass wir mein PayPal, das macht mein PayPal nicht mit. I'm so sorry, Zelt. Hallo Foxy. Hi, hi. Schön, dass du da bist. So, ich würde mal sagen, das ist übrigens mein First Time mit dem Xbox-Controller. Ich werde übelst versagen. Ich würde mal sagen, wir gehen rein. Ich habe vorhin schon Einstellungen gemacht. Pizza kommt gleich. Gönn dir, Sade. Nom nom. Ich habe schon Einstellungen gemacht in dem Spiel und wir gehen rein. Wir spielen alleine. Cause I can und so. Bin echt gespannt, wie das Spiel ist. Sie kennen das Spiel tatsächlich auch noch gar nicht. Und, wir gucken mal. Wir gucken mal. Man of Medan kannte ich ja wenigstens durch das Let's Play von Gronkh damals, aber Little Hope kenne ich nicht. Ich werde mich einscheißen, sag ich euch, wie es ist. Auf was haben wir denn Man of Medan gespielt? Einscheißen finde ich gut. Nee, 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 auf tödlich haben wir nicht gespielt, aber ach komm, ich mach herausfordernd. Drücken Sie A. Ich drücke A. A ist also X. Sie sich nicht alle mal einheitlich machen können, ne? Little Hope. Diner am Straßenrand, 21.42 Uhr. Da steht doch gleich was auf der Straße. Das kennt man doch aus jedem Horrorfilm. Und dann muss er voll in die Eisen gehen oder fährt irgendwas um, weil er sich erschreckt. Und dann gibt es voll den krassen Unfall und dann ist alles hin. Erstmal Busfahren, direkt schon Horror. Dann sind alle tot, Spiel vorbei. Ja, schön wär's, Tobi.
Schön wär's. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Mhm. Dieses Buch ist ja sehr markant, ne? The Wild Magic. Was er da hingelegt hat, als er in den Bus gestiegen ist. Wo es kommt auch gerade so über die Brücke, aber ehrlich. Das ist genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. You're now entering Little Hope. Willkommen. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Sag ich doch! I told you! I really told you! Ich muss mal kurz for real sein, ne? Do you have a moment to talk about Jesus? Jetzt mal for real, ne? So ein fetter Bus ist doch nicht so leicht umzufallen. Na fuck! Was zur Hölle? Hör auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut. Auch wenn das so ein fettes Fahrzeug ist, Tobi. Nichts, von wegen. Auch wenn du mir gegen Bordstein kannte oder andere Jobs kannten. Gestrichen werden. Die aber ist er ja nicht. Du schon seit Jahren. Oder ich doch. Sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne! Wirklich ernst! Nicht jetzt! Mir ist wieder eingefallen, was mich an Until Dawn und Man of Medan so gestört hat. Die haben sich gerade gestritten und du hast nicht einen Ausdruck der Wut oder des Zorns in dem Gesicht gehabt. Ich hasse es. Das hat mich in den letzten zwei Teilen auch schon gestört. Anthony, Haus der Clark-Familie. In letzter Zeit ständig. Oh, ich darf spielen. Kurz angebunden. Lass sie in Ruhe. Ja, komm. Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Muss, glaube ich, auf die andere Seite. Gönn ich's nicht. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte.
Nimm deine Pfoten da weg. Oh, wow. Deine Tochter hat da gerade Fernsehen geguckt. Willst du mich? Du musst nicht so grob zu ihr sein. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht. Digga, du bist auch gleich keine Absicht mehr. Scheiß Eis. Deine Geburt war keine Absicht. Ja, Tobi, ist so. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Mhm. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Das da. Hallo, ich will enttäuscht sein. Hast die Haustür eingerannt. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Ja, genau. Obwohl... Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Platten sind schon cool. Was ist denn mit dem los? Ja, ich sage typisch das Dennis und ich darf mir das erlauben, weil mein Freund heißt Dennis. Wie überraschend. Und der benimmt sich auch manchmal so. Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. War klar. Hey, spinn hier nicht so rum. Na, wenigstens zieht die jetzt einen Flunsch. Oh Gott! Kleine Mädchen mit Puppen sind gruselig. Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Gibt es auch ein Halbbart? Na fuck! Möchte meinen Vollbart genießen. Ja, aber ehrlich. Jetzt schließ nicht deine Mama ein, nur weil du pisst bist. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist aber noch deine Schwester. Überhaupt? Megan ist nach oben. Schau doch mal nach ihr, falls du nichts zu tun hast. Ich finde läuft sie. Ja super in dieser Familie. Was ist denn RT? Unten, okay. Streichhölzers. Digga, mach doch jetzt kein Feuer, das geht doch nicht gut. Klingt für mich nach einem amerikanischen Traum. Oh, shit. Instant verkackt. Schwester auf. Man macht sich echt Sorgen um sie. Tanja sieht nach ihr. Schon okay. Tanja sieht gerade nach ihr. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Digga! Das sind deine Kinder. Auch wenn es nicht deine eigenen sind. Was bist du denn für ein Dreckswichser? Also... LB auch der unten? Nee, LB ist oben. T ist unten und B ist oben.
Oh, da liegt was. Zum Angucken. The New England Witch Trials. Okay. Der Tee. Hexenprozesse von Neuengland. Little Hope Museum, 7,99. Warum interessiert das einen? Kann ich das Buch aufmachen? Mach es auf! Mach es auf! Ich will's lesen! Hallo! Oh Mann, oh! Man lese es halt nicht. Ich möchte unserem Vater einen reinhauen. Darf ich unserem Vater einen reinhauen? Oh wow, der sagt nicht mal sowas wie zugeschlossen? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, 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 Zettel. Meins. Megan Clark. Anwesenheit. No Tage anwesend. Tage abwesend 0130127. Ah, Kathi, das ist bei diesen Spielen leider normal. Tage zu spät gekommen 2343218. Achso, warte mal. Ich will das nochmal. Ja, statische Kamera finde ich auch nicht gut. Digga, dreh es doch um! Was ist denn mit dir? Wieso darf ich hier nichts angucken? Ich suche dich gerade. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Mimimi. Ich möchte kurz anmerken, dass der Herd immer noch an ist. Und da ist schon wieder das kleine gruselige Mädchen mit der Puppe. Einer Familie. Die mit Menschen redet, die nicht da sind. Ich glaube dir. Okay, sie sind doch da. Was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Oh oh. Oh nee. Ich lass dich wieder rein, aber schon Megan. Moment. Und voll, voll. Digga, das sind Fliesen. Wieso geht das über Fliesen so schnell? Megan, wo bist du? Jetzt mal for real. Wieso geht das über Fliesen so schnell? Kann mir das einer erklären? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Das war für mich nicht logisch. Hallo, Klärchen. Hi, hi. Damit sich das so aus... Ja, dachte ich eben auch. Indem ich auf der Straße wirklich sporadisch ins Gesicht bar. Wie nicht Tobi. Die hat halt echt alle eingeschlossen. Nur die, die immer halbwegs nett zu ihr waren, halt nicht. Ich bin hier oben gefangen. Schnell über den Balkon. Anthony, Hilfe! Hilfe! Treten, Junge. Ja, und deswegen würde ich mir meine Wohnung oder Haus niemals mit einem Bad ohne Fenster aussuchen. Nehme ich auch nicht, Tobi. Hilfe! Oh,
Und der blöde Vater ist tot. Es tut mir leid, aber der Arsch hat's verdient. Muss ich euch ehrlich sagen, der war nicht nett, der war scheiße. Clay, ich vertraue auf dein Wort. Ich fand Man of Medan jetzt nicht so gut. Until Dawn war genial. Das Monster hat's verdient. Es tut mir leid. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Ja, kletter mal. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Oh, bitte rutsch nicht aus. Digga! Nein! Oh! Fuck! Hätte sie überlebt, hätte ich das Fenster genommen? Der rutscht doch auch auf dem glatten Dach aus. Ja, told you! Ja, Asel, das passt gerade sehr gut. Was hast du getan? Ich hab gar nichts gemacht. Was? Hallo? Wieso? Ey! Sag mal. Ist das Spiel jetzt vorbei? Kann ich jetzt aufhören? Kann ich jetzt gehen? Hallo, Oldcoin. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Kann ich jetzt gehen? Ich lieb den Song. Won't you spare me over till another Fällt jetzt erst auf, Supermassive Games hat auch Outlast gemacht, zumindest den ersten Teil. Musste jetzt das Helle am Ende sein. Och, Mann. Hallo. Und willkommen zurück. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz schön finde, dass ich wieder da bin.
Bist du dir sicher, Tobi? Ich hätte schwören können, dass das da vorne dran stand. Nicht? Wenn man ankommt. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Okay. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, nee, Tobi, die man hat er nicht einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Mhm. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Ja, ist klar. Steht mir nicht zu, so scheint es. Du bist doch safe der Tod in dem Spiel. Offenbar in allen 5 Spielen. Weise Worte ist auch immer eine Anthologie von großen Autoren aus alter Zeit. Wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich Sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Ja, das wissen eine wir schon. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Warum juckt mich denn die Familie? Ich mag schöne Beerdigungen. Nessie, das war kein Angriff, sondern als Information für dich. Das hat Kathi bestimmt gerade extra gegoogelt. Das ist gut zu wissen. Danke für die Info, Kathi. Warum juckt mich diese Beerdigung? Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Der Freund von Tanja, okay. Ach so, Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Das ein bisschen patzig aufgegriffen, was du geschrieben hast, Nessie. Es tut mir leid. Welche Vermutung, Tobi? Digga, ich hab überlebt! Andrew, 18 Jahre alt, College-Student, ängstlich und distanziert. Hab ich mir das alles eingebildet? War das for real nicht? Taylor, 22 Jahre alt, College-Studentin, eigensinnig, sozial. John, 43 Jahre alt, College-Professor, rational anmaßend. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht.
Taylor, Ort des Busunfalls. 23.06 Uhr, 27. Mai. Magst du helfen, anstatt nur herumzublödeln? Ich will wissen, wie es ihm Was geht. Was hat er denn überhaupt? Vielleicht nur eine Gehirnerschütterung. Halb so schlimm. Okay, Herr Lehrer. Oder doch lieber Herr Doktor? Warum rufst du nicht um Hilfe? Vielleicht hört dich ja jemand. Habe ich schon versucht, aber klar. Plot fürs Spiel geht länger als 10 Minuten, ist so. Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst, kann mich an keinen Unfall erinnern. Digga, war ja gerade in einer Paralleluniversum. Aber das wird schon wieder. Warte. Bleib hier, ganz ruhig. Deutsch. War ja gerade in einem Paralleluniversum, als er was wegen dem Unfall auf den Kopf gekriegt hat und war da dieser andere Dude oder so. Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. What the fuck? Nee, wahrscheinlich nur Flashback hätte ich vermutet. Aber wovon denn? Das ist doch jetzt eine ganz andere Zeitlinie. Daniel, 20 Jahre alt, College-Student, liebenswürdig und rechtfertigend. Fuck, wo ist mein Handy? Ja, das ist das Erste, worum du dir Sorgen machen solltest. Angela, 48 Jahre alt, erwachsener Student, grob und Verständnis. Inwiefern andere Zeitlinie, ist das nicht einfach weiter in der Zukunft? Ist da jemand? Ja, ja, aber viel weiter. Das Daniel, eine war ja du's? Eben... John. Daniel? Hätte ich jetzt geschätzt, 1900 irgendwas. Und Taylor, das ist ja gut? Jetzt... Mir geht's gut. 2020 alles ist okay das. Bei dir? Mit Smartphones und Shit. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Ja, ein kleines böses Mädchen. Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut. Dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Ist so Hase. Hey, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte. Ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht. Ja, eigentlich warst du sein Vater. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Oh, ich bin abgerutscht. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte den Traum. Er war so real. Mach halt nicht. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Ich verlasse den Bus lieber nicht. Ich bleib hier. Das geht nicht. Hier kam keiner seit dem Unfall lang. Keiner weiß von uns. Jetzt mach das da. Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Nein, nicht aggressiv sein. Hast recht. Gehen wir. Ich komm mit. Ich hab recht. Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Also, das, was ich meine, Tobi, ist mit wie sein Vater. Euch wird ja wohl sicherlich aufgefallen sein, dass die hier alle aussehen wie die Familie, die gerade in dem Haus verbrannt ist. So. Und die Familie, die in dem Haus verbrannt ist, der Typ da war der Vater, das war der nette Bruder zu dem kleinen Mädchen, das hier war die Kellnerin mit dem Boyfriend. Und die zwei, die da unten irgendwo in einem Abgrund sind, hey, das war Mutter und wir sollten zur Stadt laufen. Der andere Bruder, der auf dem Dachboden war.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, sind die ersten 10 Minuten Man of Medan, wo Gronkh, wir, er und Pan versuchen, den Koop zum Laufen zu kriegen. Ja, fühle ich. Aber diese Person gibt es nicht bei Man of Medan. Das ist eine ganz neue Geschichte. Die wilde Magie, eine Geschichte des modernen Heidentums. S. Dutton. Ein Augenöffner Weekly Report räumt mit einigen historischen Irrglauben auf. Inspirierende Arbeit. Anne Jackson, The Evening Observer. Ein faszinierender Einblick. American Books Magazine. Das Buch Die wilde Magie, eine Geschichte des modernen Heidentums, ist eine Einführung in die bewegte und komplexe Geschichte des modernen Heidentums. Hätte ich jetzt nicht gedacht. No shit, Sherlock. Dutton beschäftigt sich mit Themen, die von den Ursprüngen und der Verfolgung während der frühen Tage des Christentums bis hin zur Akzeptanz und immer größer werdenden Beliebtheit in der heutigen Zeit reichen. Gott. Oh. Ja, Kathi, das weiß ich auch nicht. Kapitel 4. Objekte in Verbindung mit heidnischen Glauben. Jahrhundertelang wurden heilige Objekte mit heidnischen Glauben in Verbindung gebracht. Gegenstände haben keine Kraft, aber sie können die Energie des Nutzers konzentrieren und kanalisieren. Ihre Formen bedeuten etwas. Objekte können helfen, eine Verbindung mit Ahnen herzustellen, spirituelle Antworten zu finden, tiefe introspektive Gedanken zu erlauben oder Nachrichten des Universums zu interpretieren. Heilige Gegenstände sind für alle Aspekte des Heidentums wichtig. Kann mir jemand das Wort Introspektive erklären? Ich kenne dieses Wort nicht. Das wäre nett. 2020, Nessie. Würde ich jetzt mal sagen. Symbole wie das Pentagramm, der Mond oder Kristalle sind je nach Jahreszeiten wichtiger oder weniger wichtig und sie sind eng mit der Erde und der Natur verbunden. Das Vikanja ist ein landwirtschaftlicher Kreislauf, der mit dem Julfest beginnt, der Wintersonnenwende, die für den Tod und die Wiedergeburt der Sonne steht. Objekte wie das Bolin und der Kelch werden mit besonderen Ereignissen wie dem Anfang und dem Ende der Ernte in Verbindung gebracht. Selbstbeobachtung, psychologische Innenschau. Alles klar. Danke, Kathi. Selbstreflektiert sein im Grunde. Kathi, was würde ich ohne dich tun? Dankeschön. Abbild 1. Jahreskreise sind Ornamente, aber das Bolin dient in der Zeremonie einem praktischen Nutzen, um Kräuter oder Schnüre zu schneiden. Das Heidentum hat viele Seiten, was durch die Menge der heiligen Objekte veranschaulicht wird. Das Wissen über ihre Verwendung wird über Traditionen und durch esoterische Schriften überliefert. Einige Heiden besitzen ein Buch der Schatten, eine Auflistung der zu verwendenden Objekte. Das nimmt hier für mich gerade, ich weiß nicht, wer von euch die Netflix-Serie geguckt hat, aber Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, da gab es auch eine Staffel mit den Heiden und dem Heidentum und die haben auch das Julfest gefeiert und hast du nicht gesehen. Und die Hexen dort hatten auch ein Buch der Schatten. Abbildung 2, der Mond. Wird häufig als Fokus für zyklische Zeremonien verwendet. Er gilt oftmals als weiblich und wird mit Intuitionen und Geheimnissen in Verbindung gebracht. Boah, wollte ich gucken, aber irgendwie hat mich irgendwas dran verschreckt. Nessie, ich liebe diese Serie. Es ist eine wundervolle Serie. Only das Ende ist scheiße und es lohnt sich, die zu gucken. Weiß aber nicht mehr. War für mich ein großer Fiebertraum. Stimmt, das hat sie mir mal erzählt. Das wurde mir in Psychologie hinterhergeschmissen. Das ist sehr gut. Werkzeug.
Heilige Objekte sind Werkzeuge, die oft einem nützlichen Zweck dienen. Das Bulin, der Stab und die Lanze werden nicht verehrt, sondern in Ritualen eingesetzt. Sie sollen Veränderungen bringen und den nächsten Teil der Zeremonie durchschneiden, durchdringen oder Klänge einleiten. Praktizierende Heiden stellen fest, dass die spirituelle Verbindung durch die Fertigung ihres eigenen Werkzeugs gestärkt wird. Nicht alle Objekte müssen jedoch gekauft oder hergestellt werden. Gefundene Objekte wie Gegenstände des Haushalts können ein effektiver Ersatz sein, beispielsweise eine Teetasse für einen Kelch. The fuck? Was ist das hier? Klänge einleiten, Ding-Dong! Moonlight-Stick, so, aber auf Deutsch hieß der wie? Mondstab? Also sie hatte einen Mondstab, der war in der ersten Staffel und dann hatte sie irgendwann das Mondzepter und dann hatte sie irgendwann das Mondlieben-Zepter oder das Zepter der Liebe und dann, das war alles wild, ich habe mir die Namen von den Dingern nicht gemerkt. Aber ich könnte sie zumindest nach Staffel benennen, wenn ich sie sehen würde. Heidnische Objekte werden besonders in Filmen und Romanen oft mit ruchlosen Taten assoziiert. Das Atame-Messer wird jedoch beispielsweise verwendet, um Energie durch einen Punkt für Magie zu leiten und nicht um Schaden anzurichten. Die folgende... In folgenden erörtern wir die Verwendung von Objekten und zerstreuen einige der damit verbundenen Mythen. Abbildung 3. Das Atame repräsentiert in der Wicca-Tradition Feuer und bei Magiern Luft. Steht für Macht, hält Geister in Schach und wird fast nie zum Schneiden verwendet. Handgemachte Puppen und Abbilder. Ja, das sind meistens die Wicca. Beziehungsweise nicht die Puppen, sondern diese andere Groot von Wish bestellt da unten. Handgemachte Puppen werden gefertigt, um eine bestimmte Person zu repräsentieren. Geister können beschworen werden, um sie zu hemmen und mit Zaubern zu helfen. Dies ist eine Form des Analogzaubers, bei der die Energie, die durch die Zeremonie in das Objekt eingedrungen ist, durch Korrespondenz übertragen wird. Abbilder werden gewöhnlich gefertigt, um sie zu zerstören, entweder um einen Gott Ehre zu erweisen oder die Energie eines unerwünschten Wesens loszuwerden. Sie unterscheiden sich von einer Puppe insofern, als das Abbild durch Verbrennen oder Zerbrechen verändert wird. Es gibt sie in vielerlei Größen, die von Puppen, ähnlichen Objekten bis zu riesigen 10 Fuß großen Strohfiguren reichen. Letztere werden häufig verbrannt. Manchmal stecken in ihnen auch lebende Opfer wie Vögel. Yep. Und um das mal kurz zu spoilern, bei Sabrina werden da Menschen reingepackt. Spoiler Ende. Obwohl Abbilder für Flüche verwendet werden können, eignen sie sich auch, um zu heilen, Glück und Freude sowie Geld oder Liebe zu bringen, je nach Absicht. Abbild 4. Das Püppchen ist eine Puppe oder eine Abbildung, die eine dem Nutzer bekannte Person darstellt. Auf diese Puppe gewirkte Zauber wirken sich auf diese Person aus. Also Voodoo in Anderswild? Okay. Abbild 5. Dieses Abbild wird hergestellt, um es zu zerstören. Dieser Akt entfernt einen Fluch aus der Welt. Okay. Okay, weiter blättern kann ich nicht. Wieso hat die Seite mit dem Puppen... Achso, die Seite davor hatte auch Eselsohr. Alles klar. Es war mir genug heidnischer Shit für heute. Blair Witch Project lässt grüßen. So, jetzt möchte ich tatsächlich mal kurz was trinken. Boah, dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Er ist verantwortlich für seine Passagiere. Er kann nicht einfach abhauen. Dem ging's doch eh nicht gut.
yay, ein hübsches flackerndes Schild. Sowas mag man doch. War das mit dem Haus einfach nur ein richtig wilder Fiebertraum? Willkommen in Hoffnung aufgegeben. Na toll. Super. Habe ich ja direkt Bock, noch weiter zu spielen. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Warum? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Woher weißt du das alles überhaupt? Garantiert nicht, Tobi. Ich bin Akademiker. Und hier lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Ein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Das war so ein richtiger Alman-Spruch von Opa. Warum nicht? Weil ich Amnesia mal ausprobiert habe. Schön, euch beide zu sehen. Wir haben es auch geschafft. Fand ich aber nicht alles gut. Okay? Uns geht's gut. Aber am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Oh. Was machen wir jetzt? Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Oh, falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf! Scheißding! Nicht schlecht für eine rostige Kette. Versuchen wir es nochmal. 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Na toll, wir werden jetzt auch noch gestalkt, oder was? Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Bist du den Wachstöpselchen? Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Können wir jetzt los, ohne dass du den Klugscheißer spielst? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Oh, Vibe. Willst du noch mehr? Bibi. Versuch's mal mit Höflichkeit. Versuch's mal mit Arschloch. Aber selbst über Taylor lästern. Deutsch. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Ja. Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Machst du Witze? Er ist nicht mein Freund. Was hast du erzählt? Überhaupt nichts. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Das sind alles aber jetzt kommen doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei Passagiere. Genauso ein beschissenes Wort wie Regisseur. Am besten wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich habe keine Ahnung, Nessie. Bis ich jetzt denke, sind die alle von die der Stadt Uni. Die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll. Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns. Was war denn das für ein Atmer? Es ist gefährlich, da draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komm schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Komm mit uns, ihr spinnt doch. Mit euch gehe ich nirgends mehr hin. Was? Ich bin doch weggelaufen. Aha. Du hast ja doch noch Vernunft angenommen. Wieso regen mich die Personen da alle so auf? Warum? Das macht keinen Sinn. Sie ist voll weggetreten. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal. Original, meine Orientierungsfähigkeit ist so. Taylor? Kati ist so, meine auch. Vorsicht. Was?
Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht. Ich laufe immer von euch weg. Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen. Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Synchro. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Oh, Digga, okay, willst du dich jetzt auch noch komme. An den Händchen halten wie im Kindergarten oder was? Ja, was halt nichts bringt, Tobi, weil du wirst als Synchronsprecher häufig nach Wörtern bezahlt. Gerade bei Spielen. Dann kannst du so viel schreiben, wie du willst. Das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Und Händchen halten nicht vergessen, Kati. Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Das ist in der deutschen Synchronsprechbranche so. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Ob es bei den Amis auch so ist, weiß ich nicht. Aber hier ist das so. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Little No Hope. Als hätte ich ahnen können, was uns von eine Lotta, die Synchronsprecherin überhaupt. Dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und die alle anderen. Die regen mich auf! Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Gern geschehen, du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Muss Katze flauschen, damit wir ich mich wieder aufrege. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht klar, wenn jetzt ich los. Warum ich? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es auch bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon. Du wolltest doch nicht mit ihm befreundet sein. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Tobi, ich befürchte, dass es nichts bringt, wenn man auf Englisch umstellt. Bleib nah bei Daniel, folge John in Richtung Stadt. Ich muss doch Katze flauschen. Kann ich hier lang? Ah, siehste, da liegt was. Haha. Gefunden. Oh. Oh, oh, okay. Wolver. Von dir entdeckte Bilder kannst du überall. Okay. Weil mich nicht wirklich die Synchro so doll stört, sondern deren Gesichtsausdrücke. Es hat mich bei Until Dawn abgefuckt. Es hat mich bei Man of Medan abgefuckt. Das sieht für mich einfach nicht gut aus. Und dafür, dass das Spiel aus 2020 ist, hat das damals wie hieß es denn? Beyond Two Souls hat es deutlich besser hingekriegt mit dem Capture, mit dem Emotion Capture, wo du diese Sensoren ins Gesicht gedrückt kriegst und das dann du meinst, gekappt dass wird. Wir tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach, naja, dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Dann bewunderst du jetzt bei Close-Ups einfach die Raufasertapete.
Yep. War es bei Until Dawn schlimm? Kann mich nicht erinnern. Das ist 10 Jahre her. Das Schlimme ist, bei Until Dawn war es besser als in Man of Medan und in diesem Spiel. Der Trick ist, die Synchro auf Englisch zu stellen, damit du die Untertitel liest und die Gesichter nicht mehr sehen musst. Ich stelle das nicht auf Englisch. Ich fürchte, dass es das nicht besser macht. Oh, Mauzi. Warum war die Katze jetzt wichtig? Musst du wohl Budget einsparen. Es war eine schwarze Katze. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn man den Aberglauben glaubt. Aber wenn es doch dadurch auch nicht schlechter wird, ja, dann brauche ich auch nicht umstellen. Es ist so flauschig. Ich möchte dich auf meinem Schoß haben. Ich möchte, dass du auf meinem Schoß schläfst. Schlaf auf mir. Stöpsel. Schlafen Sie auf mir. Leg dich hin. Komm, Baby. Ich brauch dich auf meinem Schoß. Bitte bleib. Komm schon. Klopfen hat auch schon auf mir geschlafen. Muskelkater. Bitte so hin. Ja, warte, du kommst hin. Wer glaubt denn schon Aberglaube? Na, viele. Ja, immerhin schreit uns dann die eine nicht mehr so übertrieben hysterisch an. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Hysterisch auf Englisch an, ja eben. Meine Güte, gibt's nicht vielleicht auch Indisch? Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Die stellt sich aber auch echt an hier, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Habt ihr das gesehen? Was war das? Oh, da ist wer lang gelaufen. Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Du verschweigst mir doch was. Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Als wäre das was Schlimmes. K.L.U.K. Erster Busunfall, dann dieser Nebel und du zickst rum wegen eines Labels? Du willst mich also nicht mit dem Label Freund versehen. Was bin ich dann für dich? Wir brauchen doch wohl kein Label, oder? Was sind wir deiner Meinung nach? Uff. Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Digga, wenn sie jetzt schon weiß, dass es nicht mehr lange dauert, dann ist sie bereit für diesen Schritt. What the fuck? Zeig mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein. Die stehen literally 10 Meter weit weg. 10 Meter. Kathi, ich will auch was. Mit Nutella. Ah! Das war bestimmt die schwarze Katze. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn?
Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ey! Ja, ist heute Nacht echt dicht. Was für du? So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest. Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter. Ey! Etwas durcheinander. Wir sind ziemlich dabei. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschuhe. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Ich werde gerade umarmt. Ich werde umarmt. Auf Versuch hier. Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Was ist hier los? Hallo? Der Ort sieht total verlassen aus. Bitte lassen Sie mich Little los, Hope Madame. Wird fast wie eine Geisterstadt. Hilfe! Und der Nebel? Alles ändert sich. Und wenn wir uns nicht ändern. Stöpsel! Warum sind Sie noch hier? Stöpsel. Ja, wenn dieser Ort so ausgestorben ist. Was tun Sie denn hier? Ich komme und gehe. Wie es halt so ist. Ich hänge fest! Jedenfalls kann ich nichts tun. An meiner Katze! Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Er macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Ach, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Anscheinend schon, Asel. Hausdurchsuchung. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Aber ich will Dart spielen. Danke fürs Konfi machen. Hihi. Thank you. Na und? Wenigstens such ich einen Ausweg. Was machst Nur du? Eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Aber Triple ist doch viel besser. Aber wenn ich mit Double anfangen soll... Okay, etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Ey! Hey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Ich hab nicht genug Zeit gehabt. Ihr seid beide miserabel. Sag das nicht, Taylor, wenn du dich mit ihr gutstellen willst. Ich war nicht schnell genug. Ich wollte doch nur ein Bullseye schaffen. Sprich mit Vince, durchsuche die Bar. Wieso muss ich denn jetzt diesen scheiß Lehrer spielen? Alter, ist die Steuerung beschissen! Hier drin. Danke fürs Patten. Ist hier unten. Oh, ein Fehlerton. Ein altes Telefon dafür, dass es schon Smartphones gibt. Mist. Anscheinend kein Netz. Oder so. Ja, reden wir gleich mit dem. Schön, dass die sich gemütlich gemacht haben. Also, diese Kamera ist echt wild. Ist 301, 18. Unleserlich. Ah, da hat jemand da gespielt. Wirklich interessante Geschichte. Interessieren sich ihre Kinder für Astrologie, Ouija oder Geister? Rev Carson wird Eltern beraten, worauf sie achten müssen und wie diese Dinge als Pfad zur linken Hand zu Delinquenz und Satanismus führen können. Was ist Delinquenz?
Wieso gibt mir dieses Spiel so viele Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe? Rathaus Little Hope, Dienstag, 16. Juni 1970. Okay. Die Phones sind doch gar nicht so smart, das hätten wir doch schon geklärt. Ja, true. Das Spiel spielt wann? 2020 hat keiner von denen ein Smartphone einstecken. Doch, aber die haben alle keinen Empfang. Delinquenz bezeichnet ein von den Normen und Werten einer Gesellschaft abweichendes Verhalten. Der Begriff umfasst ein breites Spektrum, das von Verhaltensstörungen bis hin zu kriminellen Handlungen reicht. Delinquenz bezeichnet ein von Normen und Werten einer Gesellschaft abweichendes Verhalten, ja. Danke, Tobi. Und danke, Kati und WB-Kati. Also der Flyer muss da ja schon eine ganze Weile rumliegen. Oder ist Little Hope in der Zeit stehen geblieben? Kann das? Dass für die immer noch 1970 ist? 6. Juni 1917. Das glaube ich nicht. Die sehen uns so ähnlich. Ah, die haben also früher wirklich hier gelebt. Bye bye, Stöpsel. Drecki. Oh ja, du bist eine große Katze. Lange Katze bist du. Ja, ja, Nessie. Ja, ja, ja. Achso, da geht's raus. Okay. Das ist der Zettel, den wir eben angeguckt haben. Dann reden wir jetzt mit dem Typen da. Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Die waren oben in der, okay? Rechts in der Ecke. Wohl etwas zu viel erwischt. Ging uns beiden schon besser. Uns beiden? Helfen Sie uns oder nicht? Wir wüssten jede Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Da gibt's nichts zu helfen. Fuck. Wir suchen weiter in Richtung Stadt. Na, die Bar haben wir fertig durchsucht, das heißt, wir gehen jetzt. Haben wir das auch angeguckt? Das ist neu, das lag da eben noch nicht. Datiert. Da war mal was, ich erinnere mich. Fabrikschließung und so. 12. Oktober 1979. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Neue Runde der Zwangsvollstreckung bedeutet das Ende für die Stadt. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung zu stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Ravenden Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbleibenden Einwohner zu verwalten. Tate hat mich nicht erschreckt, weil ich gerade zu konzentriert bin. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckung bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen, was Little Hope praktisch menschenleer zurücklassen wird. Da wir keine Steuergelder... Anonymous, danke für deine 5-Euro-Spende. Dankeschön. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig, diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche, Punkt, Punkt, Punkt. Und das interessiert mich. Okay. Interessant, also ist Little Hope nur noch von wenigen Leuten bewohnt. Bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz gucken, ob Stöpsel hier Mist anstellt. Das hat sich nämlich gerade komisch angehört. Ich mache im selben Zug mal eine Pause und hole mir was Neues zu trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Was ist denn hier im Pauseknopf? Das ist da, der Pauseknopf. Bis gleich. Und nochmal danke für die 5 Euro.
Hello. Bin wieder da. So. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Ist noch irgendwas Neues aufgetaucht, wenn die Zeitung jetzt auch schon neu aufgetaucht ist? Sieht nicht so aus. Hier blinkt zumindest nichts. Alter, die Steuerung hier in der Bar regt mich richtig auf. Das ist übelst der Rotz. Hey, hier lang. Verschwinden wir und... Hört ihr das? Da war definitiv etwas. Haben Sie das auch gehört? Digga, das nennt sich Glockenturm. Los. Was immer es war, kam von draußen. Ist es wirklich klug, wieder rauszugehen? Hier erfahren wir nichts. Wir müssen weiter. Viel Glück. Hoffe, die Suche führt zum Ziel. Aha. Da haben wir die Pfeile aber nicht hingeworfen. So, wieder da. Was habe ich verpasst? Gar nichts. Ich bin legit gerade aus der Bar rausgegangen. Und seit zwei Minuten wieder da. Nicht mal. Hat uns der Alte eben ausgesperrt? Der war vielleicht seltsam. Der hatte sicher ein Rad ab. Was bringt einen dazu, in Gruselhausen aufzutanken? Was meinst du? Andrew Hauptstraße, 23:49 Uhr, 27. Nach Mai. Zu gehen ist die einzige Option. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich muss ja mal ehrlich sagen, dass ich von den Charakteren richtig abgefuckt bin. Mir ist kein einziger sympathisch. Ach, Kati. Süßi, danke für dein Gifted Sub an Stony. Dankeschön. Ja, der Andrew ist ja weniger, das ist aber auch der Einzige. Ach, er hat den Revolver. Ah, toll, ein Tentakelmann. Asel hatte recht. So eine Scheiße. Karte von Little Hope, unsere historische Stadt aus der Vogelperspektive. Ah. Ich glaube, hier sind wir richtig. You are here. Okay, also einfach nur runterlaufen. Ey, da ist ein Klo! Und ne Memorial-Dings. Wieso gibt's denn hier so viele Memorials? Ja, und die Kirche hat gerade geglockt. Gut, dass wir da einmal drauf geguckt haben, aber bringen tut mir das auch nicht wirklich was, muss ich ja mal ehrlich sagen. Bei Man of Medan und Until Dawn hatte ich wenigstens sympathische Charaktere, die mir das Spiel versüßt haben, weißt du? Weil in diesem Spiel gibt's nur einen Dude, der einigermaßen ertragbar ist und der Rest ist allesamt scheiße. Warum können wir den stalken? Das ist doch gruselig. Danke fürs Patten. Und warum muss ich mit der alten Nervigen rumlaufen? Wir kriegen das hin. Wie dieser Nebel auftaucht? Das ist nicht normal. Deine Gruppe ist nicht normal.
Alles unsympathische Leute hier. Oh yay, heidnische Bräuche. Toll. Ist auch gleich sympathischer hier. Hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, nachdem was wir ein Buch von den Heiden das durchgelesen wurde doch extra haben. Gemacht. Viel Spaß im Lurk, Stony. Vielleicht. Oder vielleicht ist das was Religiöses. Was es auch ist. Es macht mir echt Angst. Ich weiß nicht. Ich bin neugierig. Ich hab genug gehört, danke. Bist du abergläubisch? Ich hab nie an sowas geglaubt. Das trifft auf dich wohl nicht zu. Ich bin nicht abergläubisch, aber was dieser Nebel mit uns macht... Gehen wir zu den anderen. Ich will dieses ekelhafte Ding nicht mehr sehen. Bleibt ihr bitte nicht so weit zurück. Oh, Digga, du gehst mir auf den Sack. Was ist denn das jetzt für eine Perspektive? Und warum ist da eine unsichtbare... Ah! Hat sich selbst Cardiffer, ja, kannst mal sehen. Oh nein, Entschuldigung. Tut mir leid, Cardi, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du hast nicht deine Tastatur und so getroffen. I'm so sorry. Okay, gut. Ach Mann. Oh Mann! Dieses scheiß kleine Kackkind mit Puppe. Boah. Hey, kommst du mal her? Was ist? Ich zucke ja selber immer so gottlos zusammen. Ich kann niemanden sehen. Was ist? Glaubst du mir nicht? Nee, Oldcoin. Ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Danke, Nessie. Wir müssen zusammenbleiben. Was war das? Was zur Hölle? Oh oh, ein Controller in der Hand. Was war das? Himmel, was ist das? Glaubt sie mir okay, jetzt, ja? Das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel, Taylor? Viel Spaß am Lurk, Oldcoin. Das ist nicht lustig. Oh Gott, ich hab so Schiss, ne? Alter. Und natürlich, ich darf da nicht lang gehen, aber ich will da lang. Oh Mann, oh. Gehen wir gerade wieder zurück? Ich weiß es nicht. Ich hab die Orientierung verloren. Hey, wartet auf uns. Ja, genau. Tschüss, ich gehe wieder. Oh Gott. Oh nee. Oh nö! Warum singt die denn jetzt? Warum ist sie ein kleines Kind mit Puppe, das singt? Ich schrei doch gleich wieder. Ein Steinkreis. Was war das? Na super. Hey, schau dir das an. Oh, noch so ein kackheidnischer Brauch. Ich weine gleich. Weiß ich nicht.
Es ist eine von den Puppen, die für jemand bestimmt sind. Das sind so diese Voodoo-Puppen, die auf die andere Art und Weise funktionieren. Oh, leck mich am Arsch! Wie heißt ihr, mein Herr? Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Na toll, jetzt heißt sie auch noch so wie ich. Gebastelt. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit. Komm, spielt mit mir. Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Danke, Kathi. Ich habe nichts getan. Halt den Mund. Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Na toll. Amy, komm hierher. Hier sind wir. Da ist noch jemand. Beim Feuer. Was? Ich sehe kein Feuer. Das Spiel macht mich ja jetzt schon wahnsinnig. Ich hab sie auch gesehen. Geht es euch gut? Da war gerade was hinter dem. Wieso hast du das nicht gesehen? Durch diese dicke Nebelsuppe konnte ich absolut nichts sehen. Mach schon. Sag ihnen, was da war. Ein Mädchen ist aus dem Nebel aufgetaucht und sofort wieder verschwunden. Was ist hier los? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Na, Kathi, weil der Clip-Command genau dafür da ist, dass du es nicht so machen musst. Hat sie getanzt, ganz im Ernst. Sie nannte sich Mary. Und sah aus wie das Kind in meinem Traum, aber sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Ich beschwere mich nicht, wenn ihr das so machen möchtet. Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Ey, Tobi. Wann spielen wir denn wieder Sons of the Forest? Das wäre mir gerade eine angenehme Abwechslung. Schöner Gospelchor. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Ja! Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Ich guck doch gar nicht! Vergessen? Och, Tobi, du bist gemein! Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autorität? Nein, er ist ein Arsch. Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes. Ja, für Arschloch. Und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen.
So weit, so gut. Sie kommen voran. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Du bist auch verstörend verstört. Irgendetwas stimmt nicht mit Little Hope. Ach wirklich? Sie sind in Gefahr. Ach wirklich? Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Schreibe ich doch nicht gleich so an. Oh yay, wir sind in der Stadt. Yay. Gar kein Bock. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum Hauptstraße, verstehen. Hauptstraße 01/28. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Ihr habt recht. Ah, okay, hier ist wieder Steinkreis. Okay. Ich frage mich gerade, hat man am Ende von Man of Medan gesehen, mit wem der Kurator da redet? Ich kann mich dran erinnern, dass es bei Until Dawn halt den Plot gab, dass das eine Person von denen war, die man gespielt hat. Mehr sage ich dazu nicht. Und man dann so überrascht war und sich so dachte, ach was? Aber bei Man of Medan kann ich mich da tatsächlich gerade nicht dran erinnern. Das war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Oh yay, noch eine Voraussagung. Oh yay, ein Totenschädel, super. Okay, wir halten die Knarre dem Busfahrer an den Kopf. Alles klar. Wieso stecken wir eigentlich diese ganzen Postkarten nicht ein? So scheiße sehen die doch gar nicht aus. Und warum bleibt der Rest da hinten stehen, wie auf so einem Haufen? Bap, 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 balap, bap, bap. Bap. Nee. Warum ist denn hier jetzt die Perspektive schon wieder so scheiße? Ich will das nicht. Wir wissen ja jetzt, dass Little Hope überwiegend leer steht. Und abandoned ist. Ich will diese Perspektive nicht, Andrew. Ich gucke nur auf Andrew. Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für sowas. Ich will nicht mehr. Kann ich bitte gehen? I don't like that. Mano. Kackhirsch, Reh oder what auch immer das jetzt gerade war. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Da wollte ich gerade hingehen. Willst du mich verarschen? Ja, das kann ich gut. Kann gut. Ghost Towns of the Northeast. Na toll. Geisterstätte im Nordosten, Little Hope zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Stadt, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber
Man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hobbs Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung: Architekten des Unleserlich. Ich bin der Meinung, da steht Museum, aber ja. 21:30 Central. In dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac Killer, doch können ihre schonungslosen Ermittlungen heute neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern? Sehenswert für die beeindruckenden von der Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Ich will's gar nicht sehen. Ein See voller Leichen oder so? Nee, Gollum. Ist auch okay. Natürlich ist da unten jetzt nichts mehr. Ach, ich bin das, die so rumklackert, weil ich so Mini-Absätze habe. Oh, alte Menschen sind so anstrengend. Da hängt was, ich will das sehen. The Witch of Edmonton oder so. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Ein Drama von W.M. Rowley, Toss Decker und John Ford. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Beide Scheiße. Ist noch ein Haus da? Okay. Ich frage mich, wenn man weiß, es ist eine Geisterstadt und dass hier wirklich keiner mehr lebt und sowas, warum werden
Ach, das ist Megan. Okay, ist okay. Warum werden die Straßen dahin nicht gekappt? So, I mean, man will ja auch Vandalismus unterbinden und so shit. Warum sind diese Orte immer noch frei zugänglich? Oder eingezäunt. Eingezäunt wäre auch eine gute Idee. Ah, da baut sich die Musik schon wieder so beschissen auf. Hier, mach doch gleich was bumm. Oder so. Da vorne ist irgendwas. Ja, großer voran. Alter Mann, geh mal voran. Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal. Hey, halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich... Ja! Diese Aussage fühle ich. Ich lese gleich Karten. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Na toll. Verlassene Orte schützen kostet oft mehr als verfallen lassen. Und wenn der Ort niemandem nützt, warum reininvestieren? Kommen Sie auch nächste Woche wieder vorbei für unternehmerisch. Denken vor Run the Race. Ja. Ich komme garantiert nicht mit. Sei bitte vorsichtig. Hey, Professor! Verdammt! War klar. Genau das haben wir auch erlebt. Was, wenn dem Prof was zustößt? Selber schuld. Was musste er auch den Helden spielen? Hey, komm schon. Er könnte in Gefahr sein. Ich kann den Professor nicht leiden. Was ist und das? Das ist okay. Es war ein Fehler, John gehen zu lassen. Er hätte nicht allein gehen sollen. Mach dich nicht fertig. Meinst du, ihm geht's gut? Ihm geht's gut. Er ist höchstens etwas verschreckt. So eine Scheiße. Ich fühle mich nutzlos. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh. Was denn jetzt? Hallo, Nea. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Alles gut? Hab mich verirrt. Du warst gerade wie vom Nebel verschluckt. Hast du das Mädchen gesehen? Ich konnte dich sehen. Vorhin. Schon merkwürdig. Ich konnte dich nämlich nicht sehen. Deine Kleidung und Aussprache waren anders. Du sahst aus wie eine Schauspielerin in einem historischen Theaterstück. Okay. Das war bestimmt jemand anderes. Ich bin dein Lehrer, ich kenne dich, ich habe dein Gesicht erkannt. Wen immer du gesehen hast, ich war es nicht. Und jetzt Schluss, du machst mir Angst. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf, ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Digga. Mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen.
Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Ich hab's im Chat gesehen, Tobi, I'm sorry. Schickt sie in die Stadt, zu uns. Das weiß ich nicht, Nessie, keine Ahnung. Einer muss durchgehen, bitte. Ja, ja, einer wird schon gehen. Aber ich... Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Und die haben sich getrennt. Und warum grinst der jetzt so scheiße? Warum hat der denn jetzt so scheiße gegrinst? Und für Andrew ist eine unsichtbare Wand, okay. Middle School, founded 1890, glaube ich. Ja toll, wir gehen dahin, wo das kleine Mädchen stand. Finde ich nicht klug. Aber hier sind frische Autospuren. The fuck? Guck, da reflektieren Autospuren in dem nassen Dings. Warum? Und jetzt bricht die Brücke zusammen und alle drei sind tot. Ohne dass ich was unternehmen konnte. Moment. Das Geräusch. Was macht er denn für einen Scheiß? Fuck. Oh Gott. Ich hab die Finger schon ready to drück. Wo ist der Lehrer? Ist alles okay? Da. Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hat der Typ ja gut gemacht. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little und das, obwohl ich verkackt habe, Nessie. Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Junge, rede doch mit uns, wenn du schon Dinge weißt. Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Wie kommst du damit klar? Ich bin eine Kämpferin. Das machen eine schlimme Ehe und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sicher hast du schon selber herausgefunden, dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Sich selbst. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Warum fühle ich so eine eklige sexuelle Spannung zwischen den beiden, die mir nicht gefällt? Ich will das nicht. Oder liegt was? Oh, toll. Wieder so ein heidnischer Voodoo-Shit. Das X markiert die Stelle und so. Warum sehen die das denn nicht? Und vor allem, warum hören die das nicht? Frage ich mich. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Du bist ja auch für alle verantwortlich als Professor. Was würdest du an meiner Trottel. Stelle denn machen?
Es geht hier nicht nur um dich, wir alle sind deine Verantwortung. Himmel, ich kümmere mich doch um euch alle. Und das ist der Dank? Nein, du kümmerst dich nicht um uns. Du benimmst dich wie ein scheiß Arsch. Tut mir leid, John. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Schon gut. Danke. Das klingt echt nicht gut. Ach, wirklich? Ich schrei doch gleich wieder. Ich will das nicht mehr. Kann es nicht hell draußen sein? Es wäre mal hell schöner. Warte! Siehste? Dreckiger Arsch. Das ist ein Wildschwein. Oder eine Katze. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Digga, hier wohnt doch schon voll lange keiner mehr. Naja, ist eh niemand da. Wird ja immer besser. Moderne Magie und Rituale. Ronald Nelson, TC. Moderne Magie und Rituale ist die unpassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart. Im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Na toll. Ah, er macht's Buch auf. Super. New Age Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwähnungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Fick dich, Kati. Fick dich einfach. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Hängen sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid können die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Dasselbe gilt für schädliche Magie. Selbst wenn sie nicht an die Dreierregel glauben, halten sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst, in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommung deines Charakters zum Guten. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welt 1904? Illustration: Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie von Liebeszaubern bis hin zu Flüchen verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann sie dem Ziel Leid zufügen. Na toll. Sonne und Mond. Die Sonne und der Mond sind wichtig für den praktischen Magier. Die Sonne repräsentiert den Tod und die Wiedergeburt Gottes, dessen Lebenszyklus durch das Rad des Jahres symbolisiert wird. Die Sonne wird zur Wintersonnenwende geboren, wird im Frühling erwachsen, erreicht ihren Höhepunkt zur Sommersonnenwende und im Herbst und Winter zu schwinden, bevor sie neu geboren wird. Sie fördert das Leben, hilft der Natur zu wachsen, welche uns ernährt und hält uns warm. Der Mond repräsentiert die
Fürstin, Königin des Himmels. Er ist der Bewahrer der Geheimnisse, Herr der psychischen Kräfte und unsichtbaren Reiche. Der Mond wird mit dem Menstruationszyklus der Frauen in Verbindung gebracht. Seine Phasen sind Aspekte der dreifachen Göttin. Der zunehmende Mond symbolisiert ein junges Mädchen. Der volle Mond eine schwangere Mutter. Und der Neumond eine alte Frau. Die Sonne und der Mond repräsentieren die kosmische Balance der männlichen und weiblichen universellen Kräfte. Um diese Symbole ranken sich viele Mysterien der menschlichen Existenz wie Liebe, Leidenschaft, Fruchtbarkeit, Tod und Wiedergeburt sowie das Leben danach. Sie inspirieren den modernen Magier. Traditionelle Wicca-Hexenzirkel verehren die Göttin an Essbarten, Vollmondnächten, während druidische Feiern an den Sonnenwänden und zur Tag- und Nachtgleiche stattfinden. Illustration Sonne und Mond. Diese magischen Glücksspringer repräsentieren das Männliche und das Weibliche, die kosmischen Liebenden. Sie bieten Paaren Glück, Schutz und Fruchtbarkeit. Und jetzt möchte ich was trinken. Ah, da ist der Revolver drin. Und er ist geladen mit 4 Kugeln. Das ist gut zu wissen. Hast du dich genug umgesehen? Erzählen wir es ihr? Ja. Tun wir. Ich hab das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich. Und wir haben schon genug Ärger. Ich gebe die nicht weg. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf, versprochen. Oh, so schießt du dir doch nur in den Arsch. Behalt das dumme Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Ja, ich kann sie verstehen in dem Punkt. Ah, da leuchtet was. Na toll. Warum sind denn überall diese Wiccas? Was soll denn das? Was für ein Ort ist das? Na, wo ist der Prof, der weggerannt ist? Das feige Arschloch. Wo ist er hin? Oh, tell me. In ein Dings gelaufen, das noch gruseliger ist? Da ist er ja. Wie ist er da hingekommen? Ah, so ist er da hingekommen. Andrew hier hat eine Waffe. Oh, ihr Was? Ernst? Eine Waffe? Bist du verrückt? Warum musst du mich wegen der Kleinigkeit an John verpetzen? Ich hasse Waffen. Sie sind gefährlich und sinnlos. Enttäuscht mich, dass du das nicht begreifst. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Mir ist eh schon alles egal. Ja, du bist ja auch ein Arschloch, Professor. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Nimm die Waffe dafür.
Da liegt was. Betreten? Was betreten? Oh yay, noch eine Postkarte. Super. Eua. Was war das denn? Okay. Da wir nichts zum Einschmeißen gefunden haben, gehen wir da hinten hin. Oder war das Ding da hinten was zum Einschmeißen? Und da steht nur betreten dran. Es ist legit ein Stein, never mind. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Das, was Angela sagt. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, Anfänger geht der mir auf den Sack? Geht der Typ mir auf den Sack? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran. Daniel Little Hope Schule, 0:16 Uhr, 28. Mai. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich diesen Stream in mehrere aufteilen muss. Dieses Spiel zehrt so doll an meiner Geduld. Ich kann das nicht in einem Stück durchspielen, es tut mir leid. Es geht nicht. Ich bin so genervt von den Charakteren und angepisst und hast du nicht gesehen? Das, also, ich muss, nee, es geht nicht. Wir müssen das, das heißt, wir spielen jetzt jeden Samstag Little Hope weiter und, das dürften noch 2 Streams werden. Wenn ich langsam bin, sind es vielleicht noch 3 Streams. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin so abgefuckt von den Charakteren in diesem Spiel. Wow. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ja ehrlich sagen. Gott. Gut. Nimm's mir nicht böse. Danke fürs Zuschauen, auch auf YouTube.